Vor mir steht Angelika Schwaldüren, die Abgeordnete des Kreises Coesfeld und Steinfurt und stellvertretende Bundestagsfraktionsvorsitzende in Berlin. Frau Schwaldüren, Sie kandidieren hier jetzt auch auf der Landesliste wieder. Sie wollen wiedergewählt werden. Aber warum sollen Sie denn für die Bewohner Olfens oder des Kreises Coesfeld bzw. Steinfurt wiedergewählt werden? Was haben Sie bewirkt in den letzten Jahren? Zunächst will ich mal sagen, die Menschen im Kreis Coesfeld, Steinfurt kennen mich, ich kenne die Menschen. Ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt in den Jahren meiner Zugehörigkeit zum Deutschen Bundestag und habe es, denke ich, immer geschafft, die Anliegen von vor Ort mit nach Bonn und dann nach Berlin zu bringen und zu bewirken, dass wir dort in verschiedensten Bereichen etwas tun können, ob es um Kinderbetreuung geht, ob es um Fragen der Infrastruktur geht. Da können sich die Menschen auf mich verlassen. Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel anhand eines Projektes? Beispielsweise der zweigleisige Ausbau der Strecke Münster-Lünen. Der ist nicht zuletzt durch den Einsatz, den meine Münsterländer-Kollegen und ich zusammen geleistet haben, jetzt doch in greifbare Nähe gerückt. Und was haben Sie sich für die nächsten Jahre vorgenommen? Für mich ist ganz wichtig, dass wir vor allen Dingen in zwei Bereichen aktiv sind. Dass wir für Familien und Kinder etwas tun. Kinder sind unsere Zukunft. Wir brauchen eine gute Betreuung, die gleichzeitig die Kinder fördert. Und dann müssen wir sehr viel über alle Stufen der Bildung tun. Weil das erst eine Garantie dafür ist, dass wir auch in Zukunft Wohlstand hier erwirtschaften und die Menschen zufrieden sein können. Das Zweite, das ist der Bereich Umwelt. Der Klimaschutz ist ja das Paradethema in diesem Bereich, aber es geht natürlich um mehr als um Klimaschutz. Es geht eben um ein naturverträgliches Wirtschaften insgesamt. Und wenn wir unsere wunderbare Landschaft im Münsterland wirklich pflegen und erhalten wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft nachhaltig wird und damit eben unsere Ressourcen auch noch erhalten werden für die zukünftigen Generationen. Okay, das war jetzt auf Ihren Wahlkreis bezogen. Wie sehen Sie denn die Wahlkampfchancen der SPD allgemein? Weil in den Umfragen ist die SPD und auch der Kanzlerkandidat momentan ja nicht sehr stark. Bringt es überhaupt noch was anzutreten? Auf alle Fälle. Wir haben da immer wieder die Erfahrung gemacht in den vergangenen Jahren, dass sich die Menschen erst kurz vor der Wahl wirklich informieren. Und da haben wir die Chance zu zeigen, vor welcher Wahl die Menschen wirklich stehen. Wollen sie, dass eher die Reichen entlastet werden bei den Steuern oder sollen wir dazu beitragen, dass diejenigen, die die wirklichen Leistungsträger dieser Gesellschaft sind, eine Entlastung erfahren? Also die Familien, diejenigen, die ein kleines und mittleres Einkommen haben. Wollen wir, dass die Reichen ihr Geld weiter in die Steueroasen bringen können oder dass sie hier wirklich dazu beitragen, zu finanzieren, dass eben diese Bildungsaufgabe erfolgt? Wollen wir, dass Atomkraftwerke wieder reaktiviert werden, dann müssen wir FDP und CDU wählen. Oder wollen wir wirklich eine Energiepolitik machen, die vor allen Dingen Energie einspart, damit Kosten spart, aber eben auch schädliche Klimagase verhindert und eben auch auf erneuerbare Energien setzt. Das ist nur ein Teil der Alternativen, vor denen wir stehen und die können wir ganz klar und deutlich machen. Dieses Video soll ja im Internet veröffentlicht werden. Welche Bedeutung hat denn für Sie das Internet im Wahlkampf? Ich bin ja nun schon ein bisschen älter und musste erst etwas mühsamer lernen, mit dieser Technik umzugehen. Aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel, mit sehr vielen Menschen in Kontakt zu kommen und auch demokratische Beteiligung zu ermöglichen. Insofern ist es klar, dass für die SPD insgesamt, und da engagiert sich das Willy Brandt-Haus ja auch, dieses Medium
eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen wird. Aber auch für mich selber. Es wird demnächst auch einen kleinen Film geben, der ins Internet gestellt wird. Von daher hoffe ich, dass es also auch für mich die Möglichkeit bietet, mehr Informationen an Wähler und Wählerinnen zu bringen. Und ich glaube, dass hier vor allen Dingen die jüngeren Leute besonders ansprechbar sind. Ein aktuelles Thema im Internet, was eigentlich bei den Internet-Experten der einzelnen Parteien unumstritten ist, ich rede jetzt nicht von den Fraktionsexperten oder so, sondern von den einfachen Basismitgliedern, ist das aktuelle Gesetz, was gegen die Bekämpfung der Kinderpornografie eingebracht worden ist, ein sehr hehres Ziel. Aber eigentlich sagen alle Experten, die sich damit auskennen, dass dieses Gesetz nicht wirklich was bringt. Weil es wird nur etwas, es gibt das schöne Beispiel, es wird ein böses Bild mit einem Tuch verhangen, das Bild bleibt aber noch bestehen. Das BKA unternimmt also anscheinend nicht genügend Sachen, um diese Server lahmzulegen. Wie stehen Sie dazu? Werden Sie diesem Gesetzentwurf zustimmen? Also das kann ich sicher heute noch nicht sagen, weil wir das erst genauer beraten müssen. Ich werde mich sicher hier auch von den Fachexperten meiner Fraktion beraten lassen. Aber eines ist klar, dass so ein Gesetz, wie gut oder wie schlecht es auch sein mag, die Grundproblematik nicht aus der Welt schafft. Und das ist mir auch bekannt, dass es auch sehr schwierig ist, rein technisch die wirklichen Experten des Mediums daran zu hindern, Umwege zu finden, um doch an diese kinderpornografischen Darstellungen zu kommen. Deswegen müssen wir mehr tun, um die Täter aufzufinden. Ich glaube, wir brauchen da auch internationale Zusammenarbeit. Wir müssen auch mehr tun, um aufzuklären, um die Kinder zu schützen, um die Opfer zu schützen. Da haben wir noch eine Menge vor uns und ich glaube, da können wir jede Unterstützung gebrauchen von Menschen, die uns hier gute Ratschläge geben können. Darauf hoffe ich, dass wir in den kommenden Jahren weitermachen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Kinder in dieser Art und Weise Unrecht geschieht und Gewalt angetan wird. Das müssen wir auf alle Fälle weiter anpacken, damit das aufhört. Okay, gut, dann danke ich Ihnen für dieses Interview und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und Erfolg gleich bei der Wahl. Dankeschön.